Mein Vater hat mich einfach mit 10 Monaten mal abgegeben auf der Gemeinde. So bin ich zum älteren Pärli gekommen, der auf mich geschaut hat. Dann bin ich mit 9 das erste Mal in ein Heim gekommen. Da innen war mein Zimmer. Also, wir hatten hier so eine Wand und das Zimmer dann geteilt. Das war die Situation, wo es einfach überall gebrannt hat. Und die Mutter gesagt, ja, jetzt gehen wir mal so ein Heim anschauen. Und dann bin ich ins Heim gekommen. Ja. Aber hast du nicht manchmal auch gedacht, wieso lässt meine Mutter das tun oder so? Ja, ich bin sicher zuerst mal traurig und aus der Trauer ist dann schnell auch mal die Wut gekommen. Ich bin auch froh, jetzt im Nachhinein bin ich ins Heim gekommen, weil dort habe ich also bekommen, was ich gebraucht habe. Es sind starke Menschen, die ich in dieser Reportage kennenlerne. Aber von all dem weiss ich noch nichts, wo ich sie zu Winterthur zum ersten Mal treffe. Ich bin Mona. Erwartet ihr mich? Yes! Wir sind gekommen bei uns. Danke mal, wer sind denn hier? Ich habe nicht gelesen, Jugendhaus unten dran. Ja, wir sind alles ehemalige Heim- und Pflegekinder. Und wir treffen uns regelmäßig, um uns austauschen. Weil viele, die in Heim- und Pflegefamilien leben und später austreten, sind ein bisschen auf sich allein gestellt. Also alle, die hier sind, sind irgendwo im Heim aufgewachsen? Genau, im Heim oder in der Pflegefamilie oder bei Verwandten. Spannend, freue mich, also ich bin Mona. Rose, freue mich sehr. Hallo miteinander. Wie lebt man im Heim und wie prägt einem das fürs Leben? Das ist Mona mittendrin. Als Einstieg in die Reportage haben sie mir 3 Kinderfotos in die Hand gedruckt. Was war das für ein Moment? Also ich bin da 10 und im Heim waren wir im Lager. Und da haben wir, glaube ich, irgendeinen Verkleidungsabend gehabt oder irgendetwas Lustiges gemacht. Genau, und ich habe einfach so Gitarre gespielt. Ich war einfach immer ein bisschen crazy und habe ein bisschen, ja, den Clown gemacht. Und jetzt merkst du schon, gell, jetzt schaue ich dich so an und denke so, darf ich jetzt Rose fragen, weißt, warum hat sie müssen ins Heim? Also ich habe einfach gehört von meiner Mutter, wenn du nicht lieb bist, kommst du ins Heim. Offiziell war es aber so, dass ich Sonderschulbedarf hatte. Also ich war in der Schule auffällig. Aber eigentlich war es einfach im Elternhaus sehr schwierig. Man sagt ja, das Wort fremdplatziert und ich war nicht fremd im Heim, sondern ich bin daheim, habe ich mich fremd gefühlt. Und im Heim bin ich heimgekommen. Ich habe 3 Bilder. Das sind 3 Frauen, die da sind. Das hier ist keine Frau. Ah, das ist ein Bub. Mhm. Ah, mit langen Haaren. Das wären die 2 Personen. Ah. Okay, jetzt ist es nicht mehr so schwierig. Also, oder? Ich habe gemeint, es sei ein Mädchen wegen der langen Haaren. Die Frisur hat sich ein bisschen verändert. Mit Mona. Salut, Patti. Patti, es freut mich. Carmen. Carmen, es freut mich. Wer ist der Hund? Das war der Arni. Das ist der Hund der Pflegeeltern. Du bist bei Pflegeeltern in diesem Fall aufgewachsen? Genau. Ja, bei Pflegeeltern und auch noch 2 Jahre verstückelt in meinem Heim. Ja. In der Schule ist es nicht so gut gelaufen. Meine Mutter war noch am Arbeiten, ich glaube irgendwie 80 oder 100% sogar. Ja. Ich habe noch ADHS und Legasthenie. Okay, ja. Und das war die Situation, wo es einfach überall gebrannt hat. Und die Mutter gesagt, ja, jetzt gehen wir mal so ins Heim anschauen. Und bin ins Heim gekommen. Ja. Also das nimmt mir schon Wunder. Weißt, ich bin ja selber Mutter. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich einen von meinen Buben ins Heim bringen müsste, also ich kann das sagen, was er mit mir macht, oder? So macht er. Das macht ja keine Mutter freiwillig, oder? Wir können auch noch mit ihr einmal reden. Können wir da? Ja. Okay. Sie wäre offen, zu reden darüber, wie das auch für sie war. Wow. Ja. Das würde mich sehr interessieren, wirklich, wie sie das erlebt hat. Ja. Der Paddy ist mit 9 weg von zu Hause. Carmen war 5, als sie ins Heim kam. Die erste Zeit, sagen wir so, war jetzt schon ein bisschen schwer, oder? Weil du bist 5. Du kommst hier und weißt auch nicht, wo bin ich jetzt? Was machen die da? Hat man dir gesagt, wo du hingehst? Ja, sie haben mir schon gesagt, ins Heim.
Also ja, voll. Und nachher, aber ich habe nicht so gewusst, genau, was das ist. Oder? Also, du bist dann an dem Ort und dann wartest du eigentlich, bis man dich wiederholt. Und man holt dich eigentlich auch gar nicht. Oder? Du bist dann dort. Oder? Und dann irgendwann gewöhnst du dich halt dran und dann checkst du auch. Oder? So, das ist jetzt mein Zuhause, ich bin jetzt da, also, ich bleibe auch da. Und ja, dann ist es eigentlich immer besser geworden. So. Wie lange bist du jetzt? Ich war 13 Jahre im Heim, bis 18. Die Zeit im Heim war das eine, oder? Aber wenn du 18 wirst und dann musst du raus und bist auf dich allein gestellt, das ist dann das andere. Oder? Weil es ist ja nicht einfach. Man weiss noch fast gar nichts über das Leben. Das stellt man sich eigentlich eh noch gut vor, weißt du? Ja, also so in diesem Klischee denkst du, okay, aus dem Heim. Ja, das ist das erste Jahr voll. Du bist so, ja, niemand mehr, wo man etwas sagen kann und so, oder? Du denkst, ja, das Leben ist voll easy, oder? Ich rock das. Und dann kommen die Steuern, der Job, oder wie bekomme ich alles unter ein Dach, wann mache ich meine Wäsche, wie koche ich, all das. Und das lernt man dir nicht. Also sonst hast du Eltern, oder? Du gehst zu denen und sagst, hey, kannst du mir helfen? Und so ist es halt einfach so, ich bin allein. Und wer hilft mir da überhaupt? Ja. Und das ist dann so der Big Step, wo du machst dich gar nicht auf das gefasst. Der Schritt ins selbstständige Leben ist hart, wenn man ganz allein da steht. Das haben hier innen alle selber erlebt. Darum haben sie sich zu einem Netzwerk zusammengeschlossen und den Verein Careliver Schweiz gegründet. Careliver, das sind Menschen, die die Betreuung, eben die Care, verloren haben. Was kommen so für Klischees führen, weißt, wenn man sagt, ich bin ein Heimkind? Was haben die Leute so für Bilder? Aha, ja, das habe ich schon ein paar Mal erlebt, wenn ich erzählt habe. Also, so Aussagen, du siehst gar nicht so aus. Ja. Dann werde ich wirklich, also mittlerweile geht es, aber bin ich auch sehr hässig geworden, weil ich das Gefühl habe, wie muss ein Heimkind aussehen? Ja. Oder was wir gehört haben, im Dorf war etwas, es war immer das Heimkind, auch wenn es nicht die Heimkinder waren. Und die Heimkinder finden eh keine Lehrstelle. Also so Sachen. Haben wir schon jemanden gehört? Das ist krass, aber weißt, ich könnte jetzt nicht sagen, bei mir ist das mega nicht so. Es wäre mega gelogen. Mhm. Weil es ist so, du hörst das Wort und es macht mega viel mit einem. Aber warum? Oder? Hey, weil tatsächlich man früher noch gehört hat, weißt, wenn du den blöd tust, dann kommst du ins Heim scherzhaft. Aber es bleibt, oder? Ja, für gewisse ist Realität. Ja, für gewisse ist Realität. Die wissen, hey, bei mir ist es wirklich bald so weit. Ja, ja. Und ich mache jetzt wirklich noch etwas und dann tschüss miteinander. Ja, eben, ja. Dann ist Mitleid, das ist auch ein Gefühl, das ihr gratis bekommt. Einfach so quasi, ihr seid alles arme Kerle. Kübelweise, ja. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, dass, wenn man es gut erlebt hat, was ja bei vielen nicht so ist, oder? Dass man dann einfach auch hersteht und sagt, hey, so ist es nicht. Oder? Und es ist nicht das, was ich brauche. Ja. Mit so falschen Vorstellungen und Vorurteilen aufräumen, das wollen die Care lieber. Mit ihren eigenen Erfahrungen dafür sorgen, dass sich die Situation von fremdplatzierten Kindern und Jugendlichen verbessert. Ich habe mit der Rose, Patrick und der Carmen für die nächsten Tage abgemacht, um mit ihnen auf ihre Geschichte zurückzuschauen und zu mehr erfahren über etwas, das zwar zu unserer Gesellschaft gehört, aber wo man nicht so gern darüber redet. Weil hinter jeder Fremdplatzierung steckt das Schicksal einer Familie. Die Familie als ein Ort der Idylle ist häufig ein Mythos. Immer wieder kommt es vor, dass Eltern überfordert sind, psychisch krank oder süchtig, dass Gewalt rum ist, Jugendliche Grenzen sprengen oder ein Kind schlicht nicht willkommen ist. Wie häufig das der Fall ist, davon habe ich noch keine Vorstellung. In Winterthur besuche ich Rose, die hier im Selbsthilfezentrum als Beraterin arbeitet. Sorry. Hi. Rose. Hoi. Sorry, gell, ich bin frech, da einfach reingekommen. Krass, verletzt, das ist doch gut. Ja. Wie viel gibt es eigentlich? Habe ich mich gefragt. Weißt du von Kindern, die im Heim sind oder fremdplatziert in der Schweiz? Es gibt ja keine Statistik, keine nationale. Und einfach Schätzungen gehen davon aus, dass es etwa 18.000 platzierte Kinder sind. Aber man weiss, wie viele Kühe und wie viele Schafe wir haben in der Schweiz, aber wir wissen nicht, wie viele Kinder platziert oder außerfamiliär aufwachsen. Ist das wahr? Mhm. Und das sagt eigentlich auch schon wieder ein bisschen etwas aus, oder? Ja. Was? Dass vielleicht nicht so wichtig ist. Ja. Also so empfindet man es ein bisschen, oder? Rose will mir das Heim zeigen, wo sie als letztes gelebt hat. Gar nicht so ein Bild von, wie so ein Haus oder so ein Heim aussieht. Ja. Das ist keine Ahnung.
denkst du so Schlafsäle mit 10 Betten in einem Raum? Ja gut, das wird schon. Das ist schon nicht geil, oder? Das Heim, wo Rose 4 Jahre von ihrem Leben verbracht hat, liegt in Oberwinterthur. Unterwegs erzählt sie mir, wie es überhaupt gekommen ist, dass sie nicht mehr bei ihren Eltern wohnen können. Es ist eine Geschichte, die schon sehr früh anfängt. Mein Vater hat mich einfach mit 10 Monaten mal abgegeben auf der Gemeinde, weil er ins Militär musste und meine Mutter im Spital war. Und so bin ich zum älteren Pärchen gekommen, der auf mich geschaut hat. Und bis 7 war ich eigentlich viel bei ihnen, aber auch wieder im älteren Haus. So ein bisschen hin und her und dann ein bisschen bei meinem Götti und noch an anderen Orten. Ja. Und dann nachher bin ich mit 9 das erste Mal in ein Heim gekommen. Und dort war ich bis 11 und dann musste ich wieder heim zu den Eltern. Ich hatte Angst vor dem Schritt. Du wärst lieber im Heim geblieben? Ja, ich wäre lieber im Heim geblieben. Okay. Was war denn die Heim? Weißt du, wo für dich so schwierig war? Es war halt einfach sehr kühl. Emotional. Und meine Mutter hat mich sehr viel unter Druck gesetzt. Ja. Sie hätte mich nicht mich gern haben. Und ich bin ja dann nachher mit 15 daheim geflüchtet, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. Ich bin zu meiner Lehrerin und habe ihr gesagt, wenn ich jetzt noch länger daheim bleibe, dann stirb ich innerlich. Hast du das mit 15 gesagt? Ja. Ich überlebe das nicht, weil ich. Oder meine Mutter hat mich manchmal einfach angeschwiegen. Tagelang, wochenlang. Mich ignoriert. Heute ist Rose 34. Sie ist viel Schritt weitergegangen und hat den Schmerz von früher noch zurückgelassen. Aber vergessen wird sie trotzdem nicht. Wir gehen ins Tea Home, ein Heim für Teenager. Hoi Messe. Hoi. Der Marcel Spiess war Praktikant, wo Rose im Tea Home gelebt hat. Das freut mich. Hoi Marcel. Heute ist er in der Geschäftsleitung der Stiftung, die die betreute Wohngruppe führt. Darf man ein bisschen schauen? Rose hat bis 2008 hier im Tea Home gelebt. Es ist Rose, jeder mal hier gewohnt in dem Zimmer. Genau, also nur der Teil. Nur der Teil da hinten. Der Teil war etwas anderes. Ja. Da hinten war mein Zimmer. Also, wir hatten hier so eine Wand und das Zimmer dann geteilt. Und da hatte jemand anderes Bett. Genau, und ich war dort hinten. Also dort hinten unten. Ich finde es einfach nur lustig, eigentlich, wenn man jetzt das einfach nur da hinten anschauen würde, ist eigentlich mega wenig. Aber für mich ist das eigentlich, also es kommt mir jetzt kleiner vor, als es dort war. Es war ja mein Reich. Und ich habe immer mega viel aus dem Raum rausholen. Und da war ich auch gerne in diesem Zimmer. Ja. Ja. Aber es war dein Reich hier. Also da, hinten, genau. Ja, das sind schöne Erinnerungen. Ja. Und ich meine, die Teenager hier, wie die Rose auch, die haben ja alle eine Geschichte. Wie werdet ihr dem gerecht? Mal zuerst Heimat finden, einen sicheren Ort finden, das sind so Stichwörter, wo ich wichtig finde, wo mir wichtig finden. Ja. Das Tea Home hat Platz für 15 Jugendliche. Ein paar sind für länger da, hallo. Andere nur temporär wegen einer Krisensituation im Elternhaus. Hallo miteinander. Also da konnte ich mal eine kleine Spur hinterlassen, dass ich da war. Das so. Das ist mal so, weiß auch nicht, betoniert worden und ich habe da können meine Hand so Abdrücke machen. Ja, also das heißt, das Haus vergisst nicht, dass ich mal da gsi bin. Und meine Hand ist immer noch gleich groß. Ja. Ich spüre, wie wichtig für Rose der Ort auch heute noch ist. Für die jungen Leute, die hier wohnen, ist es der Lebensmittelpunkt ihres Zuhause. Anders ist es für die Betreuenden und Sozialpädagoginnen. Für sie ist es ein Arbeitsplatz. Die Kinder kommen hier an und die suchen Menschen. Und ihr seid Fachpersonen. Genau. Ich glaube, man muss eben Mensch sein und Fachperson im Gleichen. Das klingt etwas komisch, aber man kann es nicht hundertprozentig trennen. Und ich finde, man sollte es auch nicht hundertprozentig trennen. Natürlich muss man sich bewusst sein mit der Rolle. Und es gibt auch ein Abhängigkeitsverhältnis der Jugendlichen. Da muss man sehr, sehr sorgfältig mit dem umgehen, mit der echten Beziehungsgestaltung, wo man echt als Mensch drin ist.
Aber ich denke, es bleibt ein Dilemma, ein Stück weit. Ja. Für uns sind, sag jetzt mal, ihr Teil von unserer Familie geworden, von unserem Leben geworden. Egal, auch wenn ihr es anders seht. Für mich sind, sag jetzt mal, all die 20 Sozialpädagoginnen, die mich betreut haben, Teil von meiner Familie. Mhm. Aber ich bin nicht Teil von deiner Familie. Und ich glaube, die Erkenntnis tut auch mal weh. Und manchmal wäre der Schmerz einfacher zu verkraften, wenn man austritt, wenn man es vorher schon ein bisschen besser weiss, was ist der Rahmen. Ist denn so ein Abschied? Also wird man da mit Blumen und alles oder geht man einfach und dann? Man kommt noch so ein Abschiedsgeschenk rüber. Vielleicht hilft einem noch ein paar Zügel. Und dann ist man dann dort. So, schon im Sinn, wünscht dir alles Gute und so. Aber es ist eben, für die fertig. Für die ist wie der Fall, der kommt ins Archiv oder so. Und Akt geschlossen. Ja, und ich meine, ich habe ja schon zwei, drei Mal, ist es auch okay gewesen, komme ich zurück und trinke jetzt noch einen Kaffee und erzähle jetzt gerade von meinen emotionalen Nöten. Aber später ist es dann halt wirklich mir ein bisschen signalisiert worden, jetzt wirklich nicht mehr. Also, ja. Ich glaube, das kann man sich von außen schlecht vorstellen, oder? Wie das ist, wenn man wirklich das Gefühl hat, es ist echt niemand mehr da. Oder ich meine, ich bin zum Beispiel manchmal auch mit dem Auto da auf dem Parkplatz gestanden, weil ich nicht gewusst habe, woher mit mir. Aber ich habe mich nicht getraut, da durch die Tür zu laufen. Mm. Weil ich nicht gewusst habe, wer ist da. Hat die Person Zeit? Was hat dich gehindert, zum Kollegen? Ja, abgelehnt zu werden. Okay. Ja, das tut mir auch leid, das zu hören. Ich finde, das sind Situationen, wo du eigentlich gewünscht hättest, hey, hättest du müssen können Leute, musst können kommen. Ja. Also, dass man sich darf zumuten in so einem Moment. Absolut. Ja. Ich finde, jeder Jugendliche, der da mal gelebt hat, sollte jederzeit können Leute können sich melden, jederzeit, oder? Wie und wenn die Zeit im Heim aufhört, ist von Kanton zu Kanton verschieden. In Mengen kann man bis 25 bleiben, in anderen muss man mit 18 zwingend aus dem Heim, egal ob man die Ausbildung abgeschlossen hat. Dann startet man schnell einmal mit Sozialhilfe und Schulden ins Erwachsenenleben. Ich gehe weiter in den Kanton Aargau zu den Carmen. Bei ihr ist der Austritt aus dem Heim erst 4 Jahre her. 18 war sie. Aber immerhin hat sie die Lehre schon fertig gehabt. Hey, darf ich die Schuhe da raus tun? Du kannst sie einfach abhalten, das ist gar kein Problem. Nein, ich... Wow, okay. Ich war mal so ein Schuhfreak. Vor allen Farben. Das war mal so mein Ziel, als ich klein war. Und jetzt habe ich es, glaube ich. Wow, ich tue schon die Schuhe ab. Aber das ist deine erste Wohnung? Ja, voll. Du warst 18. Ja, genau. Dort hast du wollen ausziehen oder hast du müssen? Nein, ich musste, weil ich mit der Lehre fertig war. Ja. Was aber auch ein bisschen schwer ist, weil du musst einen neuen Job suchen und eine Wohnung suchen. Eine Wohnung bekommst du nicht ohne Job. Okay. Oder? Und ja, weil die wollen ja wissen, ob du verdienst. Oder? Und, so. Und ich hatte eine mega coole Chefin und die hat gesagt, hey, du darfst bei uns bleiben. Und dann habe ich nachher die Wohnung da bekommen. Und ach, ich trage es dann dann hat sie das wie... Ja, voll. Meine Chefin hat mir sehr fest geholfen. Und bei ihr auch hast du die Lehre gemacht? Ja, genau. Ja. Und im Verkauf hast du die Lehre und Detailhandel? Genau, im Detailhandel, genau. Ja. Und sie hat recht viel, eben, ich bin mit 15 in die Lehre gekommen. Und sie hat gerade so ein paar von der schwierigsten Zeiten von meinem Leben ein bisschen mitgemacht. Und sie war eine grosse Ansprechperson. Und auch wenn sie gemerkt hat, hey, irgendwie geht es dir nicht gut, weil sie ins Büro reden kam, dann habe ich mich bei ihr ausgebrüllt und alles. Und dann war sie recht da für mich. Sie war ja nicht, eine Fachperson, die dich betreuen musste. Sie war eben irgendjemand von quasi ausserhalb. Ja. Hat sie für dich den Unterschied gemacht? Ja, schon recht. Also ich glaube, hätte ich sie nicht gehabt oder allgemein das Geschäft nicht gehabt, ich glaube, dann wäre vieles anders gewesen. Dann musste ich einfach lernen, hey, wenn du im Scheiß bist, dann musst du einfach jemanden fragen. Ja. Weil, was bringst du dir, wenn du heim verzweifelst? Du hast ja Leute um dich herum. Und amigs muss man das einfach sehen. Ja. So, es sind nicht immer nur die Eltern oder so, die einem helfen können, sondern auch andere Leute. Und du musst einfach auf die zugehen. Weil die schmecken ja nicht immer, dass du ein Problem hast. Ja. Wie sonst, weißt du, so lange Bindungen, das ist etwas, was ein paar auch gesagt haben, wo wir dort getroffen haben. Das ist echt ein Problem. Mega. Weißt du, wenn man sich so ein bisschen fragt, oder wie prägt einem das auch, oder die Erfahrung? Ja. Also in Beziehung zu anderen Menschen, was würdest du sagen? Ja, schon recht. Verlustangst. So. Und auch die Angst, dich öffnen gegenüber jemandem. Weil du hast das Gefühl, dass jedes Mal, wenn du dich jemandem gegenüber öffnest, geht die Person wieder. Wie die meisten sagen, du vertraust dich jemandem an. Und dann entscheidet er so, hey, ich habe keine Lust mehr, den Job machen, ich gehe jetzt.
Und nachher kommt eine neue Person, wo du dich wieder öffnen musst. Und irgendwann willst du dich gar nicht mehr irgendjemandem gegenüber öffnen, weil du das Gefühl hast, das ist nur Energieverbrauch für nichts. Mhm. Oder? Und das ist sehr etwas. Und halt auch Vertrauensproblem, oder? Weil jemand sagt, hey, er ist da. Und dann geht er einfach wieder. Und du bist so, hey, ich habe gemeint, du bist jetzt endlich mal für mich da. Und jetzt bist du einfach nicht mehr. Das sind schon so Sachen, die recht einen mitnehmen. Mit ihrem Freund können sie auch so Sachen offen ansprechen. Sie haben einen gesunden Umgang mit Beziehungen gefunden. Die Carmen will sich nicht auf ihre Geschichte als Heimkind reduzieren lassen. Sie geht ihren eigenen Weg. Später möchte sie sich selbstständig machen mit Schmuck aus Kristall und Edelstein. Für sie können Steine eine heilende Wirkung haben. Ihr jedenfalls hat es immer wieder geholfen in schwierigen Zeiten. Wie ist das? Weißt du, du warst 5 und dann bist du ins Kinderheim gekommen. Haben sich immer Bilder eingebrannt? Oder was ist das so, wenn du zurückdenkst an diese Zeit? Also ich war ein Notfall in dem Sinn. Niemand hat richtig gewusst, dass ich ins Heim komme. Auch das Heim selber nicht ganz. Es hat eigentlich auch keinen Platz gehabt. Sie haben dann wie so einen Raum für mich frei machen und so. Wieso bist du ein Notfall gewesen? Weil einfach in der Familie ist einfach alles nicht ganz so gelaufen, wie es hätte sollen. Und Kinski hat dann auch so gemerkt, hey, irgendetwas ist glaube ich da nicht so gut. Und dann ist jemand schauen und dann haben sie gemerkt, hey, nein, das geht nicht. Das Mädchen muss irgendwo anders hinkommen. Und nachher sind die Leute, die mich gebracht haben, gegangen. Und dann bin ich so, hey, ich will mitkommen. Und die so, nein, du kannst jetzt nicht mitkommen. Und dann bin ich halt zuerst schon mega traurig gewesen. Ich war so, hey, wieso bleibe ich jetzt da? Was ist los? Was hast du dir überlegt? Ja, ich habe immer gemerkt, auch als ich daheim war, dass etwas nicht so gut ist mit den Eltern und so. Ja, ich weiß auch nicht, ich merke das einfach als Kind, oder? Also wenn zum Beispiel die Eltern streiten, du merkst, hey, das ist irgendwie nicht so schön, oder es löst einfach Gefühle in dir aus, die nicht schön sind und so. Ich bin auch froh, jetzt im Nachhinein bin ich ins Heim gekommen, weil dort habe ich bekommen, was ich gebraucht habe. Wer ist jetzt der? Das ist für meine Kollegin. Sie war auch mit mir im Heim. Wir waren im gleichen Heim. Okay. Und sie ist für mich eigentlich wie eine Schwester. Also ich sage eigentlich nicht mal gross Kollegin, sondern wenn ich sie vorstelle, ist sie immer meine Schwester. Das ist wirklich mega cool. Durch ihre Zeit im Heim hat Carmen als Einzelkind jetzt doch eine Schwester. Wir treffen sie in einem Kaffee zu Wittigen. Hey! Die beiden sind zusammen 7 Jahre im gleichen Heim. Auch Patricia sagt, dass sie froh sei, im Heim aufzuwachsen. Wieso kennt man wenig so positive Fälle, sage ich jetzt? Ich denke, wir hatten halt mega Glück mit dem Heim, wo wir waren. Weil wir waren wirklich sehr familiär. Und wenn ich auch mit anderen Leuten rede, die in anderen Heimen waren, hört man oftmals, dass das irgendwie nicht so war. Ja. Also ein ganz anderes Verhältnis zu den Betreuern, zu den anderen Kindern. Und ich denke, das hat es schon so ein bisschen ausgemacht. Also, ja. Was mir Carmen und Patricia zeigen, das typische Heimkind gibt es nicht. Für die einen ist die Zeit im Heim gar keine gute. Aber andere finden dort den Halt und die Unterstützung, die sie brauchen. Das ist ja voll pretty. Das ist gut. Danke. Mit deinen goldigen Piercings und so. Danke, gerne. Oh, voll schön. Am nächsten Morgen in Luzern treffe ich den Paddy. Der gelernte Schreiner hat heute mehrere Jobs. Er macht Jugendarbeit, ist selbstständig in der Baubranche und tut Gebäude reinigen. Morgen. Ist schon bald fertig? Ja, jetzt bald. Guten Morgen. Hey, willkommen. Danke vielmals. Die Jobs, die du alle hast, das ist eigentlich, du bist so in einer Übergangsphase. Genau. Ja, also ich bin sicher ins Soziale, also am liebsten ins Heim arbeiten. Okay. Ich bin jetzt gerade noch auf Praktikumssuche und genau, will den Sozialpädagog anstreben. Ja. In der Arbeit als Sozialpädagoge sieht Paddy seine Stärke. Schließlich kennt er die Problematik von einer Fremdplatzierung hautnah und hat auch viel darüber reflektiert, sagt er. Er war zuerst ein Jahr im Heim, dann 3 Jahre bei Pflegeeltern und wieder ein Jahr im Heim.
Heute wohnt der Paddy in einer WG. Ja. Die Schuhe kann man einfach hier genau herstellen. Am Anfang hat er allein gewohnt, aber schnell gemerkt, dass ihm das nicht gut täte. Er braucht Gesellschaft. Wo ist dir am Schluss das Kind? Weißt, wo ist dir am wohlsten gewesen? Also am wohlsten eindeutig bei der Blackmailie. Dort habe ich noch einmal ein richtiges Kind sein. Das Fotoalbum haben ihm die Pflegeeltern geschenkt. Was bist du für ein Kind gewesen? Ja, ich war halt einfach laut. Also, wenn irgendetwas ungerecht war, musste ich es einfach sofort sagen. Und du hast dann nicht einfach gesagt, nicht nur gesagt, sondern ich habe irgendwann immer mehr Nachdruck und irgendwann haben sie geschaut. Ja. Genau. Manchmal habe ich auch Sachen umgerührt oder so. Ja. Also, was viele Leute bei mir immer Angst haben, dass ich böse bin gegen andere oder irgendwie Gewalt ausübe gegen andere. Aber das habe ich nie gemacht. Also, ich habe einfach nur Sachen umgerührt. Ja. Genau. Da waren wir in Frankreich. Und das ist ein super Beispiel, wo ich einfach völlig überfordert war. Wir haben am Strand am Morgen früh. Mhm. Und ich war irgendwie noch recht verpeilt und habe die Badhose vergessen. Alles schon im Auto. Ich habe die Pflegeschwester gefunden. «Hey, nimmst du noch deine Badhose mit?» Ich wollte nur kurz schnell ins Haus rein, Keller runter, die holen und wieder raufkommen. Und dann wären wir losgefahren. Ja. Und irgendetwas, also das kann man jetzt selber nicht erklären, aber wahrscheinlich war es einfach irgendeine Verlustangst gewesen. Sie fahren ohne mich ab oder so. Da bin ich einfach ausgetickt. In dem Moment? Genau. Ja. Bin einfach laut geworden, bin irgendwie auf die Motorhaube geschrumpft. Das ist irgendwie, ja, also ich kann es jetzt nicht mehr so richtig nachfühlen, aber das ist einfach, genau. Du bist völlig ausgeflippt. Ja, völlig ausgeflippt. Hast du Angst gehabt, weißt, wenn du so ausgerastet bist, dass auch in der Pflegefamilie dir irgendwann sagt, weißt du was, das geht nicht? Am Anfang ja. Ich habe auch gemerkt, dass ich es auch ein bisschen wie getestet habe. Immer. Also, irgendwann bin ich auch von eklig geworden, um zu schauen, behalten es mich oder behalten es mich nicht. Jetzt sind meine Pflegeeltern einfach steinher und dann gefunden, wir hätten dich gerne, du bleibst da, kannst blöd tun, wie du willst. Die drei Jahre bei meiner Pflegefamilie haben mir gezeigt, ich kann auch irgendwo bleiben, ich kann irgendwie Wurzeln schlagen und ja. Beim Wechsel in die Oberstufe ist der Paddy weg von seiner Pflegefamilie. Seine Mutter hat ihn wieder näher bei sich haben. Wie war das noch? Weißt du, das Verhältnis mit deiner Mutter, wo du aus der Pflegefamilie nachher wieder heimgekommen bist? Es war ein bisschen angespannt. Ja, also sie wollte so auch wie, die Zeit ein bisschen aufholen, wo sie nicht für mich da war. Sie hat glaube recht Freude gehabt, dass ich wieder komme. Aber für mich war es ein bisschen wie speziell, weil ich bin im Heim war. Ich musste irgendwie selber ein bisschen klarkommen. Ich bin vielen Orten selbstständiger geworden. Und dann war ich bei meiner Mutter und sie hat mir eigentlich schon fast so überbemuttert. Erst seit etwa drei Jahren haben wir wieder ein besseres Verhältnis, das wir aufeinander aufbauen. Genau. Vorher haben wir immer aneinander vorbeigeredet. Am Paddy, seine Mutter, ist bereit, um mit mir über diese Zeit zu reden. Nach 23 Jahren in Hitzkirch ist sie vor kurzem auf Luzern gezogen. Ich bin Mona. Ich bin Karin. Freut mich. Hey. Hey. Dann, in welche Richtung geht es zu dir? Ja. Alles immer im Fluss. Okay. Ein lustiges Bild, wenn ihr nebeneinander lauft. Also. Das geht auch viel. Ich glaube aber gar nicht, dass er mein Sohn ist. Das kann nicht sein. Aber es ist so. Es ist so, ja. 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 Es ist offen. Es ist offen. Karin lebt in einer WG. Zusammen mit vier Erwachsenen und drei Kindern. Das Grösste ist etwa im ähnlichen Alter wie der Paddy, wo er ins Heim ist. Magst du dich noch erinnern, was plötzlich wie klar war, dass der Paddy irgendwie nicht mehr in dieser Schule bleiben kann, dass er irgendwie wegkommt, dass er in ein Heim kommt? Wie hast du das erlebt? Ja, es ist halt so ein bisschen schleichend gekommen. Also ich habe schon gemerkt, dass der Paddy ein Spezieller ist. Das habe ich immer gemerkt. Und daheim, oder wenn du ein Kind hast, das immer so ist, checkst du das eher und wegen dem passiert es weniger.
oder weniger heftig. So. Aber es war nicht so, dass der Paddy daheim in einem Slam war. Also, der hätte dich schon auch so ein bisschen an den Rand gebracht. Ja, auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Aber das Kind ist so, wie es ist. Und ich konnte mit dem eigentlich gut umgehen. Oder wir haben zusammen mit dem gut umgehen. Aber dann kommst du eben in eine Schule und ich habe das völlig unterschätzt. Dort geht das eben nicht mehr so. Oder wenn einer dermassen ausschert, manchmal wissen die nicht mehr, was machen. Weil natürlich noch 25 andere da sind für die Lehrer. Und so ist es sicher sehr, sehr schwierig gewesen. Also es hat wie so den Moment gegeben, was eigentlich in der Primarschule da ist, wie nicht mehr gegangen. Ja. Es hat zu viel irgendwie Schwierigkeiten gegeben. Aber er muss ja in die Schule. Ich muss ja eine Lösung haben für die Schule. Oder? Natürlich suchst du zuerst in der Nähe irgendeine Möglichkeit, weißt, wo ich gleich noch daheim wohnen könnte. Ja. Und noch jemand anderes haben wir eigentlich auch gemacht. Zum Beispiel die Montessori-Schule. Magst du dich noch erinnern? Ja. Und die haben aber nach zwei Tagen schon gesagt, nein, das ist die grosse Herausforderung für uns. Okay. Und was mich so verrückt hat, dass einfach immer alle nach zwei Tagen, weißt, niemand hat gesagt, mal, wir probieren das jetzt mal oder so. Sondern alle haben nach zwei Tagen gesagt, nein, das haben wir haben die Infrastruktur da leider nicht für das und so. Das ist krass gewesen. Wie hast du das erlebt? Quasi, du kommst mit dem Stempel, schwierig. Ja, also das war einfach enorm anstrengend. Also, da kann man ja probieren, immer Mühe zu geben. Und du kommst einfach von Ort zu Ort und alle sagen so, nein. Das Einzige, was ich gefühlt habe, niemand hat mich gern. So. Mhm. Niemand will mich. Was geht? Wann ist denn der Moment gekommen, wo du wie realisiert hast, jetzt geht er weg, oder? Jetzt geht er in ein Heim. Ja, da bin ich auf das Schlössli Ins gestossen. Und da sind wir dort hingefahren und ich weiss noch, wo du hast mich im Zug gefragt, aber du, jetzt fahren wir so weit mit dem Zug, wenn ich dort in die Schule gehe, dann kann ich am Abend gar nicht heimkommen. Und da habe ich gesagt, ja, das wäre dann, also wir gehen das jetzt nur anschauen, aber das wäre dann, wenn du dort hingehst, dann würdest du auch dort wohnen unter der Woche. Und dann hat Paddy auch von Brühl im Zug, oder? Und ich natürlich auch. Also weißt du, eben, das sind Emotionen, da kannst du nicht, da bist du nicht cool, oder? Und ja, so hat es dann angefangen. Wir denken, wir probieren das jetzt. Ja. Und ich meine, inzwischen, weißt du, unsere Geschichte ist jetzt so, wie sie ist. Wir haben zwar eine Zeit gehabt, wo wir einander nicht verstanden haben. Ich habe auch immer das Gefühl gehabt, der Paddy hat mir wahrscheinlich Vorwürfe gemacht, hat mir es natürlich nicht gesagt, aber ich glaube, als Kind fühlst du dich von deinen Eltern verloren, wenn du plötzlich in ein Heim oder in eine andere Familie musst und nicht mehr daheim kannst wohnen? Ja, aber können wir gerade fragen? Ja. Ja. Und wenn du einfach im Heim hockst und denkst du so, ja, wieso bin ich jetzt weg von der Mutter? Was ist los? Was ist passiert? Und ja. Aber hast du nicht manchmal auch gedacht, wieso lässt meine Mutter das zu oder so? Ja, ich war sicher zuerst mal traurig und aus der Trauer ist dann schnell auch mal die Wut gekommen. So, hey, was geht ab? Was hast du das jetzt gemacht? Ja. Hat er dir das gesagt damals? Nein, damals hat er mir das eben nicht gesagt. Aber ich habe schon das wahrscheinlich gespürt, weil ich habe manchmal gedacht, hey, eigentlich bin ich so eine Rabenmutter. Dabei, weißt du, man will ja schon immer das Beste fürs Kind. Aber das Beste fürs Kind heisst nicht, dass man es immer am besten macht fürs Kind. Jetzt, wenn ich dich so erlebe, oder? An den Wildfang, erinnert dich eigentlich nichts mehr. Ja, und ich auch müssen mir antrainieren, auch mal in Straubensituationen einfach mal ruhig bleiben. So. Und das kann man. Ja, also, das kann man, ja. Also, ja. Also weißt du, das staune ich im Fall auch, wenn ich jetzt so hören werde. Sicher, du hast alles erlebt. Ich weiss auch nicht genau, was mit dir passiert ist. Aber ich nehme es zur Kenntnis und ich finde es toll. Ja. Die Geschichte von Paddy und seiner Mutter Karin beeindruckt mich. Sie sind aufeinander zugegangen, haben die Vergangenheit aufgeschafft und sich gegenseitig eine Chance gegeben. Das ist selten und kostbar. Der Kreis schließt sich in Winterthur. Zusammen mit der Rose gehe ich nochmal ins Tea Home. Hallo miteinander. Hallo. Sie hat abgemacht mit ein paar der jungen Bewohner. Ein Schicksalsschlag hat Noah vor zwei Jahren ins Heim gebracht. Der Austritt ist bei ihm aktuelles Thema, das er mit seinem Betreuer David immer wieder diskutiert. Noah, jetzt bist du 19 und du hast deine erste Ausbildung eigentlich abgeschlossen. Das ist so der Moment, wo viele halt einfach rausgestellt werden, oder? Weil einfach niemand mehr zahlt. Könnte das bei dir auch passieren? Also jetzt bei mir ist es so ein bisschen, ja, bei mir ist es ein bisschen auf dem dünnen Eis, wo man nicht genau weiß, wie es weitergeht, oder?
jetzt momentan bin ich noch da. Aber eben, es ist auch ein bisschen vom Finanziellen und so wird ein bisschen geschaut. Wenn ich jetzt einfach raus, also blöd gesagt, rausgerührt wird, oder? Dann ja, das macht mir schon ein bisschen Sorgen. Du warst eigentlich im Überlebensmodus, oder? Wo du zu uns gekommen bist, durch seine Geschichte. Und fast 2 Jahre. Und erst jetzt kommt vieles mal auf, was passiert ist. Und ja, durch sein Alter und halt, ja, ist wie von der Gesellschaft und vom Staat oder von der Behörde halt so möglichst schnell raus, möglichst kostengünstig. Das ist halt schon auch ein Thema. Und jetzt beim Noah, wo halt vieles erst raufkommt und man eigentlich muss anschauen muss, oder was gut ist, dass ein Schritt raus dann auch überhaupt nachhaltig sein kann, sind wir jetzt da in einem rechten Spannungsfeld drin. So. Wie lange willst du noch da bleiben? Ja, wenn's, also eigentlich so lange wie nötig, also wie es geht halt. Rose, was sagst du jetzt so zu dem Fall jetzt auch vom Noah? Ja, also ich finde halt einfach, es wäre gut, wenn so junge Menschen dürften wissen, ich kann so lange, wie ich will, da bleiben. Weil es ist die Familie, die man hat. Die Unterstützung, die man hat. Und die braucht man einfach, um gesund erwachsen werden. Um nachher genau wie alle anderen das Leben meistern. Das ist einfach nur mehr Gleichberechtigung. Wer mit einem schweren Rucksack ins Erwachsenenleben startet, dem sollte man nicht noch Steine in den Weg legen. Das nehme ich mit von den Begegnungen mit der Rose, der Carmen und dem Paddy. Und verloren habe ich auch etwas. Ein paar falsche Vorstellungen davon, was Aufwachsen im Heim oder bei Pflegeeltern bedeutet. Also mir hat die Repo wirklich recht Augen geöffnet, was es alles für Hürden gibt auf dem Weg zum Erwachsenenleben. Und ich bin mega gespannt, wie ihr das seht. Machen wir als Gesellschaft genug? Machen wir das Richtige? Vielleicht habt ihr selber auch Erfahrungen mit dem Thema Fremdplatzierung. Eure Kommentare gerne da unten. Bin mega gespannt.